أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Die Frage ist, warum die Menschen im Westen an den Koran nicht glauben. Die Antwort lautet, viele Menschen haben den Koran nicht gelesen und einige Menschen, wenn sie in der Kirche sind, einen Pfarrer fragen oder einen Priester fragen nach dem Koran, nach dem Islam, bekommen sie meistens die Antwort, der Koran wäre unecht, Mohammed hat den Koran abgeschrieben, sei es von der Bibel oder von der Tora. Das heißt, die Menschen fühlen sich nicht verpflichtet, dieses Buch zu lesen. Es gibt keinen Muslim weltweit, der an den Koran und an die Echtheit des Korans zweifelt. Was ist, wenn wir jetzt beweisen und einen klaren Beweis geben, dass der Koran 100% von Allah stammt und dass Muhammad a.s. der Prophet Gottes ist? Alhamdulillah, Allah hat mir ermöglicht, dieses Zeichen im Koran zu finden. Und dazu lese ich einen Vers im Koran, wo Allah sagt, und sprich Muhammad, aller Preis gebührt Allah, er wird euch sein Zeichen zeigen. Das gilt bis zum jüngsten Tag. Und Alhamdulillah, Allah hat mir ein Zeichen im Koran gezeigt, das beweist, dass der Koran hundertprozentig von Allah stammt und dass der Prophet Muhammad a.s. der Gesandte des allmächtigen Gottes ist und der Prophet des allmächtigen Gottes ist. Ich erkläre dieses Zeichen. Also wir wissen, der Koran besteht aus Suren, also 114 Suren. Eine Sure besteht aus mehreren Versen. In der Sure 55, Ar-Rahman, Arus al-Quran, die Braut des Korans, wurde benannt, diese Sure. In dieser Sure sagt Allah, im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen, Ar-Rahman, der Alabama, hat den Koran gelehrt. Auf Arabisch, Ar-Rahman allam al-Quran. Das Wort allam hat zwei Bedeutungen. Die Gelehrten, die den Koran erklärt haben, haben gesagt, Allah hat den Koran seinen Propheten, a.s.w., gelehrt. Und damit ist gemeint, dass der Koran für die ganze Menschheit von Allah leicht gemacht worden ist. Dieses Wort hat auch im Arabischen eine zweite Bedeutung, nämlich Stempel oder Unterschrift. Und das war mein Untersuchungspunkt. Dazu kam noch ein Hadith, was mich auch hellhörig gemacht hat, auf die Eigenschaften und Namen des allmächtigen Gottes, nämlich der Prophet Muhammad a.s. hat gesagt in einem Hadith, Allah hat 99 Namen, wer sie zählt, auswendig lernt, kommt ins Paradies. So einfach ins Paradies zu kommen, ist es nicht. Damit ist nicht gemeint, dass man die nur auswendig lernt, das kann jedes Kind. Die Gelehrten sagen, dass man die versteht, dass man sie verinnerlicht. Zum Beispiel, wenn ich lese, Allah der Allverzeihend, wenn ich diesen Namen verinnerliche, das heißt, ich muss die Menschen verzeihen. Ich lerne zu verzeihen. Das ist damit gemeint. Jetzt habe ich festgestellt, dass die meisten Namen des allmächtigen Gottes, die schönsten Namen, die 99 Namen, fast alle aus 6 Buchstaben bestehen. Und ich dachte, das wäre schon das große Zeichen. Ich habe weiter geforscht und Alhamdulillah habe ich die ganzen Namen, die ganzen Eigenschaften des allmächtigen Gottes im Koran gezählt, Sure für Sure, Vers für Vers und daraus ein Diagramm gezeichnet. Und was dabei
rausgekommen ist, ist es erstaunlich. Man kann nur sagen, dieser Koran ist hundertprozentig von dem allmächtigen Gott. Der Prophet Muhammad a.s. ist der Gesandte des allmächtigen Gottes und der Prophet des allmächtigen Gottes. Was dabei rausgekommen ist, inshallah, das wird jetzt gezeigt. Okay. Wir haben ein Diagramm gezeichnet. Die X-Achse steht für die Anzahl der Versen im Koran, die Allahs Namen enthalten. Zum Beispiel der Allversorger, der Barmherzige, der Allerbarmer, der Großzügige und so weiter. Die Y-Achse steht für die Surennummer. Zum Beispiel Nummer 1 ist die Sure Al-Fatiha, die erste Sure im Koran. Nummer 2, die zweite Sure im Koran, Al-Baqarah. Nummer 3 ist Ali Imran, die dritte Sure im Koran und so weiter bis 114 Suren. Jetzt tragen wir die Punkte ein. Zum Beispiel die Sure Al-Fatiha enthält zwei Versen, die Allahs Namen enthalten. Dann tragen wir das hier ein. Also das ist die Sure Al-Fatiha. Die Sure Al-Fatiha hat zwei Versen, die Allahs Namen enthalten. Dann tragen wir das ein. Das ist der erste Punkt. Dann geht es weiter mit der Sure Al-Baqarah. Die Sure Al-Baqarah enthält 52 Versen, die Allahs Namen enthalten. Das ist hier 52. Die dritte Sure, Ali Imran, enthält 29. Nummer 3 enthält 29. Die Sure An-Nisa enthält 51. Die Sure An-Nisa enthält 51. Die Sure Al-Ma'ida Nummer 5 enthält 22. 22. Nachdem wir die Punkte in diesem Diagramm eingetragen haben, haben wir die Punkte miteinander verbunden. Das ergibt die erste Buchstabe, Alif auf Arabisch, die zweite Buchstabe, Lam, dritte Buchstabe, Ra, vierte Buchstabe, Ha, fünfte Buchstabe, Mim, sechste Buchstabe, Nun. Das Wort wird so gelesen, Al, Rahman, der Allerbarmer. Ar-Rahman heißt auf Arabisch der Allerbarmer. Ar-Rahman ist einer der schönsten Namen des allmächtigen Gottes. Sogar der Punkt ist genau in der Mitte. Also ohne Punkt ist das kein Nun. Noch was dazu kommt, wenn man jetzt auf Arabisch Al-Rahman schreibt, man schreibt Al-Rahman mit einem Alif und dann ein Nun. Nur im Koran steht Al-Rahman ohne Alif. Jetzt nehmen wir an, ein Punkt würde fehlen. Zum Beispiel in der Sure At-Tauba Nummer 9. Wenn diese Sure keinen Namen von Allahs enthalten würde, dann würde es absolut keinen Sinn mehr geben. Also dann wird dieses Wort sinnlos sein. Also jeder Araber, jedes Kind wird dieses Wort einfach lesen ohne Probleme. Er wird sofort sagen Al-Rahman. Und jedes Kind weiß in Arabien, dass Al-Rahman der Name des allmächtigen Gottes ist. Also führen wir diese Zeichnungen weiter, erhalten wir der zweite Name, Ana Rabbukum. Ana
Rabbukum, also das bedeutet, ich bin euer Gott. Führen wir die Zeichnung weiter, bekommen wir den Namen Muhammad. Die zweite Hälfte, das ist jetzt die zweite Hälfte des Koran. Die Zeichnung von der zweiten Hälfte des Koran. Rasul Allah, der Gesandte Allahs. Zusammengefasst ergaben alle Zeichnungen der Alabama, ich bin euer Gott, Muhammad, Allahs Gesandter. Auf Arabisch, Ar-Rahman, Ana Rabbukum, Muhammad, Rasulullah. Also das heißt, der ganze Koran ist mit einem Wasserzeichen versehen, ein Unterschrift von Allah versehen, mit einem Satz. Ar-Rahman, Ana Rabbukum, Muhammad, Rasulullah. Der Alabama, ich bin euer Gott, Muhammad ist Allahs Gesandter. Man muss sich vorstellen, wenn Muhammad a.s. der Koran geschrieben hätte, es gab damals kein technisches Zeichen. Zweitens, das kann sich kein Gehirn auf dieser Erde sich vorstellen, dass man, bevor man ein Buch schreibt, ein technisches Zeichen macht und man macht erstmal einen Satz, man zeichnet einen Satz und sagt, ich will ein Buch schreiben. Dieses Buch muss so viele Eigenschaften von mir enthalten, in jedem Kapitel so und so viel, dass wenn jemand am Ende die gesamte Anzahl von den Eigenschaften von mir zusammenaddiert und ein Diagramm zeichnet und die Punkte miteinander verbindet, muss ein Satz ergeben, was eigentlich auch ein Beweis für die Göttlichkeit dieses Buches und ein Beweis für das Prophetentum unser Prophet Muhammad a.s. Das ist unmöglich. Man kann nur sagen, gepriesen sei Allah, der diesen Koran herabgesandt auf seinen Gesandten als Unterscheidung zwischen Falschheit und Wahrheit.